Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Oder ein Abo, ein Daumen nach oben, natürlich wem umsonst, und würde mich sehr freuen, so, denn ihr dazu entscheiden solltet. Wäre mit Ystola. Ystola ist tief in Gedanken versunken. Ah, Potato, habt ihr schon etwas erreicht? Faszinierend. Die Erzählungen eures Ondo-Freundes passen genau zu dem, was ich mir schon zu diesen Bauten überlegt hatte. Du könntest mir helfen, meine Theorie weiter zu untermauern. Ich brauche dazu jemanden mit einem scharfen Auge. Komm doch mal hier entlang. Die Plusquests ignorieren wir, wie gesagt. Ich werde jetzt die Dinger nicht machen. Das werden wir später machen, oder ich mache das alleine. Das kann auch sein. Wobei, alleine ist vielleicht ein bisschen blöd, weil... Ja, aber die manchmal zu Quests reinführen und sowas, und die wir auch noch aber machen werden, aber... Deswegen vielleicht nicht alleine. Die werde ich dann irgendwann machen. Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, hier fliegen zu können, um zu leveln. Vermutlich nicht so wichtig die Woche jetzt. Bam, badam, bam, 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 bam. Ich möchte dich um zwei Dinge bitten. Bitte sieh dir zuerst die Bauten um das Dorf der Ondo herum an. Welche besonderen baulichen Merkmale kannst du erkennen? Dann möchte ich, dass du Proben von den Wänden der Bauten nimmst, die hier in der Nähe stehen. Kratz einfach mit diesem Messer etwas von ihrer Oberfläche ab und bring es mir. Ich glaube, ich bin etwas auf der Spur, aber ich muss erst Gewissheit verschaffen. Geh bitte sofort vor, Potato. Ich muss mir erstmal Gewissheit verschaffen. Ja, ja, ja. Wie gesagt, lesen und so, ne, bei der Müdigkeit ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, war mir klar mit der linken Maustaste. Der schlanke Turm hat eigentümlich gestaltete Fenster, die du so noch nie gesehen hast. Was ist das da hinten? Das sieht aus wie so ein riesiger Palast. Der leuchtet auch so. Ganz komisch. Die Wand ist äußerst hart. Auch mit all deiner Kraft gelingt es dir nicht, mit dir Stotters Mithrinmesser etwas von ihr abzuschlagen. Was hast du entdeckt? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Gut, damit wäre es geklärt. Für dich sehen sie also genauso aus wie für mich. Und du konntest nicht den kleinsten Splitter aus der Wand schlagen. Selbst mit all deiner Kraft. Egal, was ich mir hier auch anschaue, überall fällt mein Blick auf Dinge und Stoffe, für die ich keinen Namen habe. Die Bauten, die du für mich untersucht hast, sind dafür das beste Beispiel. Sie sehen aus, als wären sie aus gewöhnlichem Stein, doch ihre wahre Beschaffenheit ist anders. Dieses Material besitzt die Eigenschaften verschiedener Mineralien. Ich kann nur raten, aber es ist fast so, als hätte man mehrere Gesteinsarten zu einer vollkommen neuen vereint. Ein Gestein mit Merkmalen, die alles andere überragen. Selbst das Ronka-Kaiserreich, einst die mächtigste Nation Norvrans, vermochte es nicht, solche Perfektion hervorzubringen. Die Baumeister von Ronka scheiden also aus. Wer sind dann die Alten, von denen die Ondo glauben, dass sie diese Gebäude errichtet haben? Ich habe den Verdacht, die Antwort liegt auf der Hand, wenn wir Emmet selbst mit in die Richtung einbeziehen. Dieser Ort hier ist zu schwer zu erreichen. Zugegeben, das könnte ihm als Grund genügen, ihn zu seinem Schlupfwinkel zu machen, aber die Dinge sind mit ihm selten so geradlinig. Die Ashians haben eine Agenda, und Emmet selbst wird nichts unversucht lassen, sie umzusetzen. Er wird sich sein Versteck mit Bedacht ausgewählt haben. Oder wer weiß, vielleicht bedeutet ihm dieser Ort einfach nur besonders viel. Willst du damit sagen, dass die alten Ashians diese Gebäude gebaut haben? Das ist zumindest meine Theorie. Sie sind Überreste aus einer Zeit, zu der das Gestirn noch nicht in 14 Teile gespalten war. Aus seiner Zeit.
7 Katastrophen sind über den Ursprung bereits hereingebrochen, genug, um alle Spuren aus den Anbeginn auszulöschen, aber in den Splitterwelten könnten sich noch welche befinden. Dies ist eine Kopie der Wandmalereien, die wir in den Irrungen der Kitari gefunden haben. Almet hat sie mir gegeben, als ich nach unserem Sieg auf Colusia einen Abstecher nach Fanorf gemacht habe. Sieh dir das Esther-Bild an. Emmet selbst sagte, dass es aus der Zeit vor der Zersplitterung stammt. Würdest du nicht auch sagen, dass die Türme den Bauten ähneln, die du dir gerade angesehen hast? Das Wandbild ist natürlich keine genaue Referenz, aber ich finde die Gemeinsamkeiten doch auffällig. Ich spüre, dass wir etwas auf der Spur sind. Vielleicht finden wir sogar einen Turm, der denen auf dem Wandbild genau gleicht. Dann wäre jeder Zweifel beseitigt. Im Süden ist nichts als Sand, aber westlich von hier könnten noch mehr Ruinen liegen. Versuchen wir dort unser Glück. Finde ein Gebäude, das auch auf der Wandmalerei zu sehen ist, und betrachte es eingehender von einem Betrachtungsort aus. Du kannst die Kopie der Wandmalereien jederzeit einsehen, indem du den entsprechenden Schlüsselgegenstand benutzt. Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich freie Suche. Okay. Na gut, sie hat Westen gesagt. Das ist fies. Das ist ganz schön fies. Was ist das hier für ein Gebäude? Ich würde gerne mal ein bisschen, genau, ich würde gerne mal wo hoch, einfach um ein bisschen mehr sehen zu können. Das hier? Nee, das ist doch nicht, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss halt einen Aussichtspunkt finden, ne? Wenn es das sein sollte, dann muss ich einen Aussichtspunkt finden. Aber wo? War da was? Nee. Ich hab einen Namen gesehen. Tja. Ah, ich sehe was. Ah, doch, stimmt, das Gebäude vorne. Ah, das habe ich gar nicht beachtet. Ja, kein Zweifel. Das ist das Gebäude auf dem Wandbild. Welchem Zweck es wohl diente? Es hat bestimmt einen imposanten Anblick geboten, aber wie groß es wirklich war, ist schwer zu sagen. Es scheint größtenteils begraben zu sein. Begraben unter dem Staub und Sediment der Jahrtausende. Was für ein Gedanke. Eine ganze Kultur von der Geschichte vergessen. Niemand, der sich an sie erinnert, mit Ausnahme der Ashians. Hier hat ihre Stadt gestanden. Hier haben sie gelebt. Unsere Erzfeinde. Wir sollten uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Der Älteste hat von erwachten Rätseln und einem erleuchteten Land gesprochen. Er scheint das alles als Zeichen zu deuten, dass die Alten zurückkehren. Wie man es auch dreht und wendet, alles lässt nur einen Schluss zu. Dass Emmet selbst sich dort niedergelassen hat, wo die Ondo das Leuchten gesehen haben, genau wie Rine es gesagt hat. Wenn wir wissen wollen, wo dieses erleuchtete Land ist, müssen wir das Vertrauen der Ondo gewinnen, und zwar schnell. Komm, lass uns sehen, was die anderen in der Zwischenzeit erreicht haben.
Erstmal Windätherquelle. Wenn wir die sehen, nehmen wir die mit. Ne? Also. Die Stoller möchte sich bei euren Freunden nach ihrem Fortschritt erkundigen. Ich möchte unsere Vermutung sofort mit den anderen teilen. Außerdem will ich wissen, ob sie Fortschritte bei den Ondo gemacht haben. In Anbetracht deines Zustands solltest du die schwere Arbeit uns überlassen. Trotzdem habe ich eine Bitte an dich. Besuche noch einmal Pauschs Ohren. Bestimmt kann er uns noch mehr über diesen Ort erzählen. Wer weiß, vielleicht erfährst du etwas, das uns hilft, Emmett Selch und den Kristallexarchen zu finden. Ja, aber wir können nicht teleportieren, ne? Ja, dann geht's auch ein bisschen schneller. Okay. Wenn ich das richtig sehe, sind nach der Quest noch 4 Quests. Wenn die hier erledigt ist. Psch, der Flossenlose. Deine Freundin, du hast viel getan, um den Schaden gut zu machen, die den Luftbasen angerichtet hat. Ob es doch etwas zu tun gibt? Hm, warst du schon bei den Mauern der Vergessenen? Da komme ich gerade her. Psst, die Alten denken deine Schritte. Vielleicht seid ihr wirklich die Gesandten. Ich glaube an euch, also hört zu. Die Ondo wollen den Lichtern des erleuchteten Landes eine Antwort schicken. Eine Lampe soll die Mauern der Vergessenen erhellen, aber es wird keine gewöhnliche Lampe sein. Ein Großmeister der Handwerkskunst wird sie herstellen. Seine Waren sind exzellent, sein Können unübertroffen und sein Charakter außergewöhnlich. Ist er doch ein Flossenloser, der sich dazu entschlossen hat, hier unten bei uns zu wohnen. Doch die heilige Lampe hat er noch nicht fertiggestellt. Wir sind in großer Sorge. Geh und komm mit ihr zurück, dann werden auch die anderen Ondo an euch glauben. Er hat seine Werkstatt in einem Haus aus Metall in Richtung Süden. Sein Name ist Grinold. Oh. Ist das dann eigentlich die Version von, wie hieß der Typ nochmal, der die Reliquwaffe von der Ramiborn gecraftet hat? Ist das dann die Version dieser Welt von denen? Oh, ganz weit im Süden, okay. Dann gehen wir da mal raus, ne, wenn das geht. Wenn wir hier raus können. Ich glaube schon, dass wir raus können, oder? Ja, wunderbar. Ah. Oh. Interessant, der geht ja wirklich sehr, sehr hoch, der Turm. Ah, darin lebt er nicht, oder? Das ist irgendwo dahinter, das. Muss man da irgendwie rein? Ja, man muss da irgendwie rein, scheinbar. Kann man durch die Tür einfach da vorne reingehen? Ah, okay. Die Werkstatt. Jetzt lass mich raten, ewig lange Treppen steigen? Nee. Glück gehabt. Leck mir doch den Stiefel von innen ab. Besuch von der Oberfläche. Ach was, ich träume oder sehe Gespenster, so ist es doch immer. Wie machst du keine Angst, du billiges Kirmesgespenst? Stopf dir doch meine Seele ins Maul, ich brauch sie eh nicht mehr. Ich bin der unbegabteste, unfähigste, ungeschickteste Handwerker, den die Welt je gesehen hat. Ein Unhandwerker. Gernold steckt in einem Stimmungstief. Versuche ihn mit einer aufbauenden Geste aufzuheitern. Was denn, was denn? Versuchst du etwa mich aufzumuntern? Bist du etwa doch kein Seelenfresser aus dem Jenseits? Oh, er hat das gleiche Gesicht, aber ein Bart. Ein anderer Bart, glaube ich, und andere Haarfarbe. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? In Kristarium vielleicht, aber ist schon eine Weile her, dass ich da war. Das war ja Sinn der Sache. Weg von dem Trubel und einem Ort finden, an dem ich mich ganz auf meine Arbeit konzentrieren kann. Ich heiße übrigens Grinold und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns zum ersten Mal sehen. Deine Visage hätte ich mir bestimmt gemerkt. Und hieß der nicht oben Gernold einfach oder so? Also in unserer Welt.
Aber jetzt flüster mir doch mal, was du denn eigentlich hier unten treibst. Ist ja nicht alle Tage, dass ein Flossenloser den Meeresboden entlang spaziert. Die Lampe von den Schuppenhäuten. Oh, wie konnte ich die nur vergessen? Ich unorganisierter, unzuverlässiger, unpünktlicher Unhandwerker. Kann ich denn gar nichts? Kann ich nicht mal einen so einfachen Auftrag erledigen? Eine Lampe, eine einfache Lampe, um sie an eine Mauer zu hängen. Den Schuppenhäuten ist sie sogar heilig. Und ich habe doch nicht mal damit angefangen. Ich weiß erst gar nicht, wie ich anfangen soll. Eine Lampe. Pah, leicht gesagt ist das. Was denn für eine Lampe? Soll sie klein sein oder groß, eckig oder rund, mit Griff oder ohne? Bitte sag mir, dass du eine Idee hast, irgendetwas, um meine Kreativität anzuregen. Die Ondo wollen doch den Alten ein Zeichen geben, auf ihre Lichter antworten oder sowas. Vielleicht ein leuchtender Kristall, nicht irgendeiner, sondern mit einem ganz besonderen Glanz, voller Freude und Kummer und sowas. Weißt du, was ich meine? Du denkst an Renderé, an den Kristall, den du am Ende ihrer Reisen gefunden hast. Vielleicht könnte er Grenolds Kreativität anregen. Ihr seht, ich hab die Rollenquest erledigt. Mir fällt nichts ein, ich hab's einfach nicht drauf. Ist wohl doch am besten, wenn ich wieder Teekessel flicke. Was hast du denn da? Der Kristall ist wunderschön, er funkelt mit dem Lachen und den Tränen eines schweren, aber lebenswerten Lebens, als hätte sich die Turbulenzen der Geschichte selbst manifestiert. Und erst dieses Leuchten, es enthält Hoffnung und unbeugsamen Willen, das ist das Licht, das die Ondo ihren Alten schicken sollten. Ja, jetzt habe ich eine klare Vision. Ich werde die Lampe bauen. Wo sind meine Werkzeuge? Bam, 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 bam. Grenold ist motiviert und inspiriert genug, um seine Arbeit zu beginnen. Ich sehe die Lampe ganz deutlich vor mir. Mach Platz, hier fliegen jetzt die Fetzen. Also kriegt man jeder von den Quests am Ende einen Kristall. Wer sagt's denn? Fertig! Ich habe mich von den Geschichten des Kristalls inspirieren lassen und eine Lampe zusammengehämmert, die mit den Hoffnungen und Wünschen einer ganzen Welt erstrahlt. Ui. Das Ding ist... Das leuchtet. Und hübsch anzusehen ist sie auch noch. Ich hab's halt drauf. Was habe ich mir bloß dabei gedacht, mich selbst Unhandwerker zu nennen? Ich bin ein Überhandwerker. Schuld sind nur die verdammten Alten. Alles können sie besser. Ich habe versucht, ihre Arbeit nachzumachen. Aber jedes Mal bin ich gescheitert. Ganz Norvrand habe ich abgegrast. Habe alles gelernt, was es zu lernen gibt. Jeden Kniff, jeden Trick. Ich habe diese Werkstatt auf dem Boden des finstersten aller Meere gebaut und das Schmiedefeuer nie erlöschen lassen und immer wieder bin ich gescheitert. Ihr Wissen ist verloren. Niemals werde ich so gut sein wie sie. Als ich das einsah, war ich am Boden zerstört. Doch dann kamst du hier reingeschlendert mit diesem Lichtkristall und hast mir gezeigt, dass es auch anders geht. Ich will gar nicht so genau nachbohren, aber du siehst mal wie jemand aus, der lange auf Reisen war und auch die Erinnerungen in dem Kristall sprechen von einer langen Reise, so wie man sie nur aus Liedern kennt, die Geschichten des Scheiterns und der Siege, sie trafen mich direkt ins Herz. Und das spüre ich sie immer noch. Sie inspirieren mich noch zu mehr Arbeit. Ich muss den Hammer wieder schwingen. Das ist meine Bestimmung. Gib mir eine Aufgabe. Ich werde dir Dinge hämmern, die du noch nie gesehen hast. Angereichert mit den Geschichten des Kristalls. Aber bevor ich neue Aufträge annehme, sollte ich vielleicht den für die Schuppen heute abschließen. Würdest du für mich die Lampe zu Tolchs Art schleppen? Dann hämmer ich in der Zwischenzeit ein paar neue Klamotten für dich zusammen. Ich habe da schon ein paar Ideen. Du kannst ab sofort neue Ausrüstungsgegenstände bei Grenold erwerben. Sein Sortiment bestimmt sich danach, welche Rollenaufträge du abgeschlossen hast. Hm. Aber was kostet das denn? Gegenstandsstufe. Wir haben 530. Samurai-Klinge, also das nehmen wir auf jeden Fall nicht hier. Aber die Ausrüstung können wir eigentlich komplett durchnehmen. Was ist das denn?
Gar nichts. Aber das. Wir haben das einfach umsonst bekommen. Das Outfit sieht schrecklich aus. Wir werden das auf jeden Fall projizieren gleich, aber. Einfach umsonst. Nett. Kriegt von mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr das auch geil findet auf YouTube, ne? Daumen nach oben. Nett. Das schenkt uns einfach eine Rüstung. Den nehme ich immer gerne an. Aber wir können ja teleportieren. Und dann können wir eben unser Glam wieder anlegen. Also das war sehr zuvorkommend, muss ich sagen. So. Achso, reiten. Hier haben wir auch 412, 418, ja. Ja, passt schon. Was hast du denn da, Landler? Ich habe die ganze Lampe im Gepäck, okay. Die Lampe für die Mauern der Vergessenen. Wir werden das Leuchten der Alten erwidern. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Psst, meine Leute sagen, dass ihr ihnen überall im Becken helft. Und jetzt kommst du und bringst mir das Licht, das uns heilig ist und das uns zu den Alten sprechen lässt. Dies ist das letzte Zeichen, das ich benötigt habe. Die Alten haben eure Schritte zu uns gelenkt. Daran habe ich keinen Zweifel mehr. Psst, die Ondo werden nun ihr Licht in das erleuchtete Land strahlen, auf das die Alten wissen, dass wir sie erwarten und ihre Mauern für sie gehütet haben. Ruf deine Freunde zusammen. Komm zu den Mauern der Vergessenen. Sobald wir unsere Gebete gesprochen haben, werde ich mich bei euch bedanken. Kommt, Beschützer der Ondo. Kommt in den Glanz unserer Lichter. Der Kristall, den du dem Meister gezeigt hast, gehörte er meinen Freunden? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch noch andere Dinge zu tun, als dir überall hin zu folgen. Sag, wie bist du an den Kristall gekommen? Er gehörte also Renda Rey. Dies nach all der Zeit zu erfahren. Sie waren gute Freunde. Jeder von ihnen. Wer hätte gedacht, dass man nach seinem Tod noch so viel Neues erfährt? Über dich, über Seto, darüber, wie viel Kampfgeist noch in dieser Welt steckt. Ich bin kein Freund langer Plaudereien. Aber wenn ich meine Freunde durch irgendein Wunder noch einmal wiedersehen könnte, wir hätten uns viel zu erzählen. Du hast mir viel gegeben. Ich verspreche, dass ich dich bis zum Schluss begleiten werde. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Es scheint, als hätten wir uns ihr Vertrauen verdient. Sie haben es uns nicht leicht gemacht, aber die Mühen haben sich gelohnt. Letztendlich aber warst du es, der sie überzeugt hat. Mal wieder. Ishtola sagt, dass die Gebäude wahrscheinlich aus der Zeit der Ashians stammen. Hier haben sie also gelebt. Als Imezelch uns von ihrer Vergangenheit erzählt hat, konnte ich es mir gar nicht richtig vorstellen. Ich auch nicht. Es muss eine beeindruckende Stadt gewesen sein. Kein Wunder, dass sie sich nach ihrer Heimat sehnen. Auch nach so langer Zeit noch.
Diese Narren. Auch wenn man alle Welten miteinander vereint, die Toten kommen dadurch nicht zurück. Aber vielleicht würde ich es genauso machen. Wie geht es dir? Ist das Gebet beendet? Ja, wir haben den Alten unseren Dank und unseren Respekt gesandt. Euch danken wir auch. Würdest du uns dann mehr über den leuchtenden Ort erzählen, von dem du sprachst? Westlich von hier ist ein großer Graben. Er lag immer in tiefer Dunkelheit, doch seit kurzem strahlt ein Licht aus ihm empor. Wir schwammen, um uns die Quelle des Lichts anzusehen, und fanden eine große Stadt. Zu unserem Erstaunen sahen wir, dass die Häuser dort aussehen wie die unseren. Wir verstanden sofort, die Alten waren erwacht. Es gibt keinen Zweifel. Voller Schrecken kehrten wir zu den Becken zurück und ich befahl, dass sich niemand dem Graben zu nähern habe, bis wir ein Zeichen bekämen. Können wir uns diesen Ort der Alten ansehen? Ja. Jetzt, da das Wasser verdrängt ist, braucht es weder Kieme noch Flosse, um dorthin zu gelangen. Ihr seid das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Wir werden euch den Weg weisen. Komm, das sehen wir uns an. So, wir kommen langsam in die heiße Phase. Der Älteste hat mir befohlen, euch in das erleuchtete Land zu führen. Folgt nach unten auf dem Weg aus Stein und Korallen. Deine Freunde sind bereits vorgegangen. Da, dann beschreibe ich euch nur den Rest des Weges. Betretet die Höhle und steigt entlang ihrer Wand immer weiter nach unten und unten und unten. Wenn ihr den Grund erreicht habt, findet den Tunnel im Nordwesten und folgt ihm nach Westen und Westen und Westen. Psst, zu Fuß ist es beschwerlich. Bleibt nah beieinander und verlauft euch nicht. Wenn ihr alles richtig macht, erreicht ihr Kalibans Nistplatz und die Barriere, die wir davor errichtet haben. Sie wird weichen, wenn die Gesandten eine Hand heben. Dafür haben wir gesorgt. Und dann sind wir im erleuchteten Land. Verstanden. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Also dann, runter in die finsteren Tiefen mit uns. Ah, Windäther. Das ist so ein ungefähres Ding, wo man schon mal abschätzen kann, wie weit wir sind. Dass wir immer wieder Windäther finden. Dritte von vier, also ist nicht mal so viel.
Und ich dachte noch, dass wir um 3 fertig sind. Jetzt haben wir 6:30. Wir müssen gleich noch Spieler finden. Ich glaube, die Leute, die helfen wollten, die sind schon, glaube ich, nicht mehr da. Ich bin mir nicht sicher. Ist ja schon spät, ne? Oder früh, oder je nachdem. Keine Ahnung. Wir sollen bis zum Grund der Höhle und dann nach Westen, hat sie gesagt. Doch der Weg ist alles andere als geradlinig. Ich werde ihn sorgfältig auskundschaften und die anderen leiten. Wir müssen da wohl durch. Das bezweifle ich stark, Rio. Bei 3 Quests. Also Cutscene wird bestimmt viel kommen, ja, das stimmt. Sea Potato, es gibt 2 Wege über den Spalt. Südlich über den Fels ist es länger, aber man kann auch über die Korallenzweige balancieren wie ein See. Ich folge natürlich meiner Schwester. Da bist du ja. Ich warte schon. Ich glaube, ich habe den Tunnel gefunden, den wir suchen. Komm, ich zeige ihn dir. Hier, das ist die Barriere. Bei den Göttern, das war anstrengend. Eine gute Erinnerung daran, wie dankbar man seinen Vorgängern für die Wege sein sollte, die sie sich durch die Wildnis schlugen. Der Pfad war tückisch in der Tat. Und jetzt hebt einer von uns die Hand, um die Barriere zu öffnen. So hat es die Führerin gesagt. Ich denke, die Ehre gebührt dir, Potato. Sie ist einfach so verschwunden. Dann kommen wir ja weiter. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass der Weg vor uns leichter ist als der hinter uns. Wir sollten vorsichtig sein und genau aufpassen, wohin wir treten.
So. Leuchtende Gräten. Ist schon ein cooler Ort. Ich würde mich gerne mehr umsehen, aber wir müssen ja vorankommen. Das ist die Stadt. Sie ist ja gewaltig. Dann seht ihr sie also auch? Die Gebäude im Dorf der Ondo sind echte Ruinen. Doch diese Stadt ist anders. Sie ist eine Illusion. Ist dir das auch aufgefallen, Potato? Die Gebäude sind im gleichen Stil gebaut wie die Überreste in den Ondo-Becken oder die auf der Wandmalereien in den Irrungen. Die Ruinen waren Emmett selbst nicht genug. Er musste die gesamte Stadt auferstehen lassen. Ihre Ausmaße sind gigantisch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie viel Äther, welche gewaltige Magieströme er dafür in Bewegung setzen musste. Es fällt mir schwer zu sagen, aber ich glaube, wir haben den Aschien unterschätzt. Ist mir ziemlich egal, welches ich nehme. Alizée fiebert dem Ende eurer Reise entgegen. Wie soll man denn etwas in einer Stadt finden, die gar nicht wirklich existiert, aber irgendwo muss man ja anfangen. Wie wäre es, wenn wir auf den großen Turm da im Südosten steigen und uns einen Überblick verschaffen? Von der Kante des Grabens aus kommen wir vielleicht drauf. Eine große Stadt. Sehr viel Spiralen übrigens, sehr spiralig da. Hat so ein bisschen was, weiß ich nicht, Modernes. So, da ist die letzte Windätherquelle. Das Gebiet haben wir also gesehen quasi. Viel Gebietserkundung kommt jetzt aber nicht mehr ein bisschen durch die Stadt, aber... Er kann ja auch nicht auf die Straße runter, ne? Wie es aussieht. Oder die Wege. Ja, da sind keine Wege zu sehen. Dieses Uhrticken die ganze Zeit, das macht mich ein bisschen nervös. Vielleicht kommen wir doch noch irgendwo runter. Das Tor ist riesig. Man bekommt einen Eindruck, wie die kleinen Pixies sich in unserer Gegenwart fühlen müssen. Potato Pet erkannt. Willkommen im Regierungsviertel von Amaurot. Der Aufzug kann jederzeit betreten werden. Das Gebäude hat dich erkannt. Wie kann das sein? Vergiss nicht, dass Potato auf Einladung von Emmett Selchi ist. Wir waren nicht Gegenstand seiner Einladung, aber dich erwartet er und offensichtlich hat er es ernst gemeint.
Wohin führt der Aufzug? Der Aufzug steuert jedes Stockwerk des Achora-Turms an. Doch aufgrund der aktuellen Einstellung werden alle Passagiere direkt zum Erdgeschoss gebracht. Also, was bleibt uns anderes übrig, als es auszuprobieren? Spielen wir das Spiel mit. Mit Betonung auf wir. Ich habe nicht vor, dich da alleine reingehen zu lassen. Ich habe Götter und Dämonen erschlagen, da werde ich doch keine Angst vor dem Aufzug haben. Selbstverständlich, der Aufzug wird in Kürze erscheinen. Dann bin ich mal gespannt. Erdgeschoss klingt ja schon mal interessant. Nächster Halt, Erdgeschoss. Hier befinden sich das Büro des Administrators, das Büro des Architekten und das Kapitol. Von hier sieht man erst, wie groß die Gebäude wirklich sind. Schwindelerregend. Was sagt dir die Stimme im Aufzug? Die Stadt heißt Amaurot? Seht mal da. Da ist jemand, aber der ist ja riesig. Und er hat nicht, und er hatte, und uns hat er nicht bemerkt, wie es scheint. Riese oder nicht, er kann uns bestimmt eine Menge über diese Stadt erzählen. Ich werde mit ihm sprechen. Alfino, du kannst doch nicht einfach... Oh Mann. Entschuldigt die Störung, aber dürfte ich euch wohl mit ein paar Fragen belästigen? Was für niedliche Knaben und Mädchen ihr doch seid. Macht ihr einen Schulausflug ins Regierungsviertel. Seid brav und achtsam, denn es gibt hier viel zu lernen. Seltsam, ich habe diese Sprache noch nie gehört, aber ich habe jedes Wort verstanden. Ja, und er versteht uns auch. Das hier ist also das Regierungsviertel. Ja, habt ihr euch vielleicht erlaufen, ihr armen Dinger? Ihr seid im Polylerité-Distrikt, in dem sich alle wichtigen Behörden befinden. Kannst du uns sagen, wo wir Emmett Selch finden? Ah, ich verstehe. Ihr seid hier, um den Konvent der 14 zu besuchen. Hehe, warum auch nicht? Die Welt steuert auf ihre letzten Tage zu und es sind die 14, die alles tun, um dem Ende entgegenzuwirken. Aber ich fürchte, sie sind so beschäftigt, um sich Zeit für euch zu nehmen, meine Kleinen. Geht schnell nach Hause, bevor sich eure Eltern noch Sorgen machen. Soll ich euch ein Stück begleiten? Nein, danke. Wir kommen schon zurecht. Gut, einen schönen Tag noch. Was bei den Göttern habe ich da gerade erlebt? Für mich sah es so aus, als wäre er aus purer magischer Energie. Vermutlich eine Schöpfung von Emmett Selch, genau wie der Rest der Stadt. Die letzten Tage, hat er gesagt. Was er uns beschrieb, klang wie die Apokalypse, von der Emmett Selch sprach. Die den Planeten in seine Grundfesten erschütterte und die zur Beschwörung von Zodiac und schließlich auch vor Heidenen selbst führte. Aber das ist doch alles vor langer Zeit passiert, oder nicht? Der Mann klang aber so, als würden die 14 hier und jetzt versuchen, die Apokalypse zu verhindern. Na klar, für diese Leute ist die Apokalypse noch nicht geschehen. Sie leben die Vergangenheit nach.
Ganz recht, Alfino. Die Stadt und ihre Bewohner sind ätherische Abbilder einer vergangenen Zeit. Emmett Zelt hat die Tage vor der Apokalypse wieder aufleben lassen. Wir stehen inmitten seiner nostalgischen Vision. Ziemlich merkwürdige Angelegenheit, aber immerhin können wir mit diesen Trugbildern reden. Und sie scheinen sich an uns nicht zu stören. Im Gegenteil, der eine gerade war ja geradezu gesprächig. Wir sollten das nutzen. Ich schlage vor, wir hören uns hier ein bisschen um, sprechen mit ihnen und vielleicht finden wir sogar heraus, wo sich unser Dämonenfreund aufhält. Der Konvent der 14 ist unsere erste Spur. Und wer weiß, vielleicht sollten wir sie auch über die Apokalypse ausquetschen. Man weiß ja nie, wozu es gut sein kann. Also dann, wir treffen uns später hier wieder. Gibt es auch noch einen Etherit? Reiten kann man hier aber auch. Wunderbar. Ach ja. Ist ja schon ganz schön hübsch. Armes Kind, wo sind deine Eltern? Du solltest nicht alleine sein in Zeiten wie diesen. Noch betrifft es nur die Lande jenseits des Meeres, aber man sagt, dass unser Planet im Griff fürchterlicher Naturgewalten sei. Man spricht vom Ende, von unseren letzten Tagen. Es beginnt eine Kakophonie aus den Tiefen der Erde, so heißt es. Das Getöse verwandelt alles Lebende und erdreist die Schöpfungsmagie aus unserer Kontrolle. Damit ist alles verloren. Furcht, Schmerz und Verzweiflung werden zu handfester Materie und suchen uns als apokalyptische Plagenheim. Feuer regnet vom Himmel, Lava quillt empor und albtraumhafte Kreaturen steigen den Schatten in nicht enden wollenden Schwärmen. All das geschieht von selbst, ohne steuernde Kraft, die man bekämpfen könnte. Es ist, als wäre der Planet selbst erkrankt und des Lebens müde. Nicht mehr lang und das zerstörerische Getöse erreicht auch Amarut. Geh und sei bei deinen Liebsten, mein Kind. Bleib bei ihnen, bis das Ende kommt. Bleib bei ihnen. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob ich das so machen sollte. Aber ich lasse es mal. Ich habe jetzt keine Lust, immer Effekte umzuschalten. Ich bin einfach zu müde. Ich bin einfach wirklich zu müde. Du befindest dich im Büro des Architekten. Hast du hier etwas zu erledigen? Mir scheint vielmehr, du hast dich hier verirrt. Achso. Ich war gar nicht mit dem ich reden sollte. Eine Audienz mit Emmett Zelt. Ich fürchte, du bist an der falschen Adresse, mein Kind. Und dieser Tag ist da viel zu beschäftigt, um sich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Man hat dir doch bestimmt von der Apokalypse erzählt, oder? Alles, worum sich der Konvent dieser Tage kümmern kann, ist die Rettung des Planeten. Die offizielle Bekanntmachung steht noch aus. Aber die 14 werden bald einen Plan verkünden. Ein wirklich gewaltiges Unterfangen. Der Planet soll seinen eigenen Willen erhalten. Und das gesamte Gestirn werden sie unsere Schöpfungszauber weben und ein alles umfassendes Bewusstsein schaffen. Die Naturgewalten haben uns in ihrem Griff, doch sie werden die Gesetze der Natur neu schreiben. Es muss geschehen, bevor die Apokalypse uns erreicht, und die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Deswegen sage ich dir, mache dir keine Hoffnung auf eine Audienz. Mach dir keine Hoffnung. Ich kombiniere gerade wieder ein paar Dinge. Ich weiß nicht, ob ich euch an meinen Theorien gerade teilhaben lassen sollte. Es hat was mit Omega zu tun.
Irgendwann. Wenn es mehr Hinweise in Richtung geben sollte, dann werde ich bestimmt mal drüber reden. Noch ist noch nicht ausgereift genug, meine Theorien gerade. Ich habe nämlich über was nachgedacht. Ja, bitte. Ah, was für ein trolliger Gast sich heute im Palast der Rede eingefunden hat. Also nun, worüber möchtest du mit mir diskutieren? Ah, der Konvent und ihr Plan, die Apokalypse abzuwenden, das beschäftigt uns natürlich alle. Sollen wir mit den Mitgliedern des Konvents beginnen? Sie sind die weisesten und einflussreichsten unter uns. Sie sind die Hüter der Ordnung und treffen alle Entscheidungen, die unseren Planeten betreffen. Jeder der 14 Sitze wird von einem ausgewählten Denker belegt. Da gibt es zum Beispiel Lahabria, den Vorsitzenden, oder Elidibus, den Fürsprecher. Logriff, Miton, Emet Selt. Es ist Tradition, sie als Zeichen des Respekts mit ihren Titeln anzusprechen. Doch ein Gerücht macht die Runde, dass im Zusammenhang mit der drohenden Apokalypse einer der 14 seinen Sitz bald aufgibt. Falls das wahr sein sollte, wäre das ein wirklich außergewöhnlicher Umstand. Unerhört, aber auch ein Zeugnis des immensen Drucks, unter dem der Konvent steht. Ich allerdings glaube daran, dass sie eine Lösung finden. Ich glaube daran. Nee, Omega kam doch, glaube ich, auch noch an, wenn als Heidelin schon existierte, ne? Ja, ja. Na gut. Ich denke ein bisschen nach. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Wir befinden uns in einem Abbild der Vergangenheit. Es ist eine unglaublich komplexe Nachbildung. Allerdings will ich mir immer noch nicht erschließen, wozu Emmet Selch dieses Abbild des alten Amorod dienen soll. Und doch ist es mir so, als hörte ich seine Worte durch die ganze Tiefe des Meeres hallen. Er will, dass wir sein Schicksal kennen. Alfino wartet darauf, dass auch die anderen zurückkehren. Wenn die anderen wieder da sind, werden wir unsere Erkenntnisse teilen. Hoffentlich zeigt sich dann, was wir als nächstes zu tun haben. Eigentlich war es bei allen das Gleiche. Die Amorotaner rechnen mit einer Katastrophe. Ihr Schöpfungsmagie ist außer Kontrolle geraten und der Konvent, zu dem Emmet Selch gehört, bereitet eine drastische Gegenmaßnahme vor. Für die Amorotaner gibt es kein anderes Thema. So wird es damals auch gewesen sein. Amorotaner. Orianger, hast du dir schon Gedanken zu der Schöpfungsmagie der Alten gemacht? Eine faszinierende Disziplin der Magie, kein Zweifel. Alles, was der Geist sich vorzustellen vermag, kann Wirklichkeit werden. Es braucht nur ein klares Konzept, um seinen Geist zu fokussieren. Ich komme nicht umhin, mich an die Beschwörungsriten der Prima erinnert zu fühlen, welche ebenfalls von den Ashtians herrühren. Mit ihrer Hilfe werden Gestalten, Götter in Existenz gerufen, die bis dahin nur aus Mythen und Legenden bekannt waren. Zu dem gleichen Schluss bin ich auch gekommen. Vor der Zersplitterung des Planeten standen den Bewohnern der Welt unglaubliche Mengen an Mana zur Verfügung. Egal wie viel Energie ihre magischen Rituale und Zaubersprüche auch erfordern, die Alten waren in der Lage, sie mit dem Äther zu speisen, der durch ihre eigenen Körper floss. Würden wir das Gleiche versuchen, wären unsere Energien schnell erschöpft und wir müssten sie von anderswo beziehen, aus Kristallen oder dem Land selbst. In unseren Händen wurde ihre Schöpfungsmagie also zu einem Werkzeug der Zerstörung. Eine interessante Theorie, aber Emmet Selch haben wir immer noch nicht gefunden. Oder sah es bei euch vielleicht anders aus? Nicht direkt, aber wir haben erfahren, dass der Konvent der 14 nahe des Kapitol zusammentritt. Wir waren da, aber ohne Besucherkarte wollte der Beamte uns nicht reinlassen. Wir haben im Büro des Administrators versucht, an so eine Karte ranzukommen, aber der Beamte da konnte uns nicht weiterhelfen, weil er unseren Namen nicht im Register gefunden hat. Ich wollte nicht noch mehr Zeit verschwenden, also haben wir es sein lassen und sind zurückgekommen, aber vielleicht solltest du es mal versuchen. Die Stimme im Aufzug kannte schließlich deinen Namen. Wer weiß, vielleicht bist du ja registriert. Ein Versuch ist es wert, denke ich. Ich werde mich in der Zwischenzeit im Kapitol nach einem Seiteneingang umsehen, nur so zur Sicherheit. Ich werde dich begleiten und dir die nötige magische Rückendeckung geben. Ich würde mich gerne weiter mit den Amorotanern unterhalten. Vielleicht wissen sie ja, wie man Potato von dem Licht befreien kann. Würdest du mitkommen? Ich will nicht gerne alleine gehen.
Natürlich, Rine. Sagt nur, wann es losgehen soll. Jechtolle und ich werden uns weiter den Informationsbeschaffung widmen. Es gibt bestimmt noch mehr herauszufinden. Ich schlage vor, wir treffen uns diesmal vor dem Kapitol. Also dann, bis später. So, ja, die Plusquest lasse ich erstmal liegen, wie gesagt. Ich werde die Windätherquellen hier nicht machen erstmal. Die machen wir später. Leute von mir erscheinen. So, wenn wir mit den Ätheriten harmonisiert haben, dann würde ich, glaube ich, den Part auf YouTube jetzt beenden. Oder? Ja, ich glaube schon. Aber nee, wir machen noch die Quest zu Ende. Also zumindest noch ein bisschen weiter zumindest. Der Part ist aber schon 56 Minuten lang, aber was soll's. Wobei, wir müssen eh zwei Parts machen. Ja gut, meine lieben Freunde, ich verabschiede mich. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben, euer Potato Pet. Verabschiedet sich aus diesem Video, ne? Das Stream geht weiter, keine Sorge. Bis dann, tschüss.